Also wir sind immer noch in Axmar heute. Wir haben jetzt gestern, sind wir hier angekommen, haben noch ein paar Sachen gemacht irgendwie und versucht zu regeln. Und heute haben wir ausgeschlafen. Was geht heute? Also wir werden heute ein bisschen, also wir bleiben hier heute. Wir werden nicht verreisen und auch nicht fahren heute. Wir werden uns mal ein bisschen was einfallen lassen. Ich denke mal, wir werden sehr viel so FAQ-Zeug machen heute. Wir gehen nochmal fotografieren. Sascha hat nämlich gestern das erste Mal irgendwie eine Kamera in der Hand gehabt und irgendwie hat er mich eben gerade gefragt, was wir heute fotografieren gehen. So, Chat, macht euch bereit. Ja. Halt den Schlüpper fest, Chat. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der IEL-Tour. Es ist 2019 mit der Dizzy und mit der Igai. Und wir sind hier in Schweden. Das ist ein Land, das ist echt lecker. Mit viel ein bisschen Grün, ein bisschen Wasser, ein bisschen Natur. Eine Touristengruppe aus Schweinfurt. Schweinfurt. Und wie Sie sehen können, es ist wunderbar vorbereitet heute für eine kleine Sightseeing-Tour. Mit den Fotoapparaten. Die Fotoapparaten. Was ich sehe hier vorne, ist eine kleine Insel. Und ein bisschen Wasser. Aber Stecke. Halt, stopp. Mach's Foto. Sascha gönnt sich jetzt erstmal reichlich. Guck genau zu. Das ist schon mal der erste Fehler. Nein. Doch? Nein. Du machst niemals ein Foto. Doch, weil die Vibration ist nämlich gar nicht so stark, weil das ist tagsüber. Das heißt, ich belichte nicht so lange. Dementsprechend ist es scheißegal, ob das Foto eine halbe Sekunde läuft oder eine Drittelsekunde oder irgendwas. Nee, das, davon rede ich doch gar nicht. Ach so. Ja, aber weißt du jetzt auch. Du musst das eine Bein noch ausfahren. Ja, das ist richtig. Wieso ist das ein Fehler? Weil du Fotos nicht auf dieser Höhe machst. Ja, ich weiß. Das ist mein eigener Stil, den ich hier mache. Okay. Na dann. Du kannst übrigens auch aus der Hand fotografieren zur Tages. Bitte? Das weiß ich. Mhm. Aber das ist nicht mein Stil. Das ist auch nicht dein Stil, ne? Okay, gut. Ja, ich muss ja von dir lernen, ne? Nochmal die Brille abnehmen, nochmal nachjustieren so ein bisschen. Große Kunst, da wird nochmal fokussiert, da wird nochmal richtig angegangen. Ja. Der Herr hat die leichte Überbelichtung im Himmel noch nicht feststellen können. Der Herr hinter der Kamera hat gar keine Ahnung, was der Herr vor dieser Kamera gerade vorhat. Psst, der fotografiert. Selbstauslöser, ganz wichtig, tagsüber. Himmel komplett weiß, obwohl... gerade doch mal ab jetzt. Ja, hier wird nochmal nachjustiert. Ein bisschen. Super, da wird nochmal ein Foto geschossen. So. So, jetzt für den Photoshop, Philipp. Jetzt geht's ab, ja. Jetzt kommt der Photoshop, Philipp, Chat. Ja. Mhm. Ah. You get the idea, my friend. And that it's the cause for... It has to be the same picture. Ja. That's because I have the 2-second delay. Ach so, du and legst... When I touch it, then it's wackeling. Ja. Du machst jetzt quasi aus den zwei Bildern baust du ein Bild zusammen, oder auf wie? Auf jeden Fall. Ja? Notfalls mit Paint. Aber das ist ja jetzt gerade gar nicht notwendig. Eigentlich. Aber warum eigentlich? Weil du jetzt den Teil unten unterbelichten könntest und dann nachher die dunklen Parts wieder aufhellen könntest. Ja, am Computer. Richtig. Ja. Also du schießt schon in der Kamera zwei Bilder. Na ja, klar. Aha. Und wer baut das nachher zusammen? Photoshop Philipp. Ah, Photoshop Philipp, okay. Aber du weißt schon, dass Photoshop Philipp das gar nicht so einfach auseinanderkriegt, ja? Doch. Naja, du hast ja Bäume, kriselig und so. Du könntest ja gleich ein Bild schießen, dann brauchst du dich zwei Bilder zusammenbauen. Aber das ist dein Stil, so. Ich will dir das da nicht... Genau, eben, das ist, lass mir so stehen, weil das ist genau mein Stil. Ich habe mein Foto gemacht.
Nee, Sascha lernt fotografieren, wie man fotografieren lernen sollte. Die Kamera in die Hand nehmen und fotografieren. Wie denn sonst? Theorie vorher. Ach, würde ich mal sehen. Richtig, bin ich auch ein Fan von. Das ist nur, dass du erstmal einen USB-Stecker in der Hand hast, da liest du ja auch nicht vorher so. Bitte stecken Sie das Ende in die Öffnung in Ihrem PC. In der Praxis gibt es diese 50-50 Chance, dass du den USB-Stecker falsch schon drin hast. In der Theorie weißt du das nicht, aber in der Praxis. Richtig, einfach mal machen. Einfach mal machen. Ah, ja Leute. Ich bin ein bisschen krank. Das war gestern ein bisschen zu viel für mich. Also gestern hier draußen. Alter, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie kalt das hier nachts wird, ne? Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie warm das jetzt ist. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie kalt das nachts wird. Und deswegen haben wir auch ein bisschen länger geschlafen. Weil krank werden jetzt ist die schlechteste Alternative, die man hat auf dieser Tour. Ja, jetzt ist gerade den Platz bezahlen. Wir werden gleich erstmal ein bisschen was essen in Ruhe. Und dann später ein Stückchen fahren. Das ist der Plan. Also wir fahren heute für die Mods. Ihr könnt ja dann gleich schon mal aktualisieren, wenn ihr wollt. Eine Strecke von 292 Kilometer und fahren zu dem Ort, also geplant, Haparanda. So wie man es spricht, das ist der Plan für heute. Maximal 15 Personen, Chat. Ich glaube, könnte schwierig werden. Übrigens, da hinten seid ihr. Da. Ich weiß nicht, könnt ihr bestimmt nur so dunkel erkennen. Oh Gott, das wackelt aber richtig hart hier. Stand da jetzt für 15 Personen oder für One Fat German? Ich glaube, das stand für One Fat German, oder? Boah, leck mich fett in den Arsch rein, das wackelt halt richtig hart hier. Oh, hier, der. Das ist der Winner. Winner, Winner, Chicken Dinner. Der ist einigermaßen flach unten. Let's go. Der hat kein Chicken Dinner geholt. 5 ist immer noch der Rekord. Was mit dem hier? Geht auch nicht. Der hier? Der geht, glaube ich. Gucken. Oh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sind wir 2 über, Chat. 2 über. Tja. Das waren 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13. Meine Damen und Herren, der Rekord wurde gebrochen. Wir gehen nach Hause mit 13.